Mein armes Bäuchlein. Ich bin so hungrig. What? Was ist hier los? Wo kommt das Weinen her? Ich renn zu dir, meine kleine Enkelin. Oh, was für leckere Donuts. Ich glaube, Margot braucht Hilfe. Ich komme. Ah, wunderschön. Aha, da weint ja jemand. Ich bin bereits unterwegs. Die Oma ist da. Was ist los, mein Kleines? Ich bin so hungrig. Ich frage mich, wie lange ich mich so drehen kann. Hey, wir sind hier in einer Challenge. Okay. Reißt euch zusammen. Ich möchte eine Torte. Eine Torte? Das kann ich machen. Natürlich, meine kleine Enkelin. Vorsicht, ich bin hier der Profi. Das Wichtigste ist natürlich die Creme. Die legen wir vorsichtig auf den Kuchen. Und dann noch eine Schicht und noch eine Schicht. Für meine Lieblingsenkelin mache ich natürlich eine Herzform. Und da kommen noch ein paar Schokoriegel dran. Sieht doch schon mal wunderschön aus. Und obendrauf kommen noch ein paar Schokokugeln. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Hey, Oma, ich zeig dir gleich, wie das Profis machen. Zuerst halbieren wir unsere Torte. Die eine Hälfte kommt hier drauf. Jetzt schneiden wir die Mitte aus. Und drehen den Kuchen um. Die farbige Sahne lässt die Torte noch mehr wie ein Regenbogen aussehen. So sieht's wunderschön aus. Und jetzt muss ich das nur noch ein bisschen glätten. Und ein paar hübsche und fluffige Wölkchen hinzugeben. Hier kommen natürlich noch ein paar Augen mit hinein. Und ein Mund. So sieht ein echtes Meisterwerk aus. Ihr habt keine Chance. Der Kuchen muss ja nicht unbedingt hübsch sein. Hauptsache, dass er schmeckt. Was? Das soll ein Kuchen sein? Ich bitte dich. Ich bin ja noch nicht fertig. Gleich wird meine Torte auch schön bunt. Wir schmelzen ein bisschen farbige Schokolade und geben da etwas Glitzer mit hinzu. Schließlich mögen ja Mädels Glitzer. Und hier kommt das Spannendste. Das Ding heben wir ein bisschen hoch. Wow, das sieht ja richtig toll aus. Gefällt mir. Oh, das hat er sich ja gut überlegt. Okay. Meine Enkelin, wir sind fertig. Wow. Oh, was für wunderschöne Torten. Ich glaube, ich fange mit dieser Torte hier an. Awesome. Mann, die ist richtig lecker. Und jetzt probiere ich die Torte von meiner Großmutter. Das sind ja meine Lieblingssüßigkeiten. Hä, was ist das denn für ein komischer Kuchen? Probiere ich mal. Nee, schmeckt gar nicht. Der Kuchen des Chefkochs gewinnt. Ich habe doch gesagt, ich würde gewinnen. Diesmal wünsche ich mir einen heißen Kakao. Ah, auf jeden Fall, das kann ich machen. Das ist kein Problem. Na, wieso sitzen wir denn rum? Mein Geheimnis für köstliche heiße Schokolade ist natürlich der Lieblingsschokoriegel von Margot. Das mische ich alles schön zusammen. Und jetzt kommt die Schokolade in meinen Lieblingsbecher. Schaut mal. Ach, von wegen, toller Becher. Du verstehst ja gar nichts. Lass mal probieren. Hm, wunderbar. Willst du was? Eine echte heiße Schokolade sollte man in wunderbar durchsichtigen Gläsern servieren. Hier kommt die Schokolade rein. Jetzt machen wir noch Sahne. Und da kommen noch ein paar Marshmallows obendrauf. So sollte eine heiße Schokolade aussehen. Ja, und was soll ich in meine heiße Schokolade geben? Ah ja, genau. Ein bisschen Sahne. Seht ihr? Sieht auch richtig schön luftig aus. Und die Marshmallows dürfen auch nicht fehlen. Außerdem gebe ich noch ein paar Bonbons und Oreos hinzu. Und wie wär's denn mit etwas Schokosoße? Ja, und diese Pokéstäbchen. Die gefallen mir gut. Sowas hat noch nie jemand gemacht. Oh, wow. Ich probiere sofort diese heiße Schokolade hier. Oh, da sind so viele Marshmallows drin und Süßigkeiten.
Oh, ich kenne ja diese Tasse. Die habe ich der Oma geschenkt. Aber die heiße Schokolade ist so lala. Hm, für dieses Glas brauche ich aber einen Strohhalm. Oh, lecker Schmecker. Hm, ich muss ein bisschen überlegen. Andy gewinnt. Ich konnte mal jonglieren. Diesmal sollt ihr mir ein paar Chips machen. Oh, das können wir machen. Wie kocht man die? Mal sehen, wer hier Profi ist. Was soll ich mit diesen Kartoffeln anfangen? Okay. Das ist ganz einfach. Ich zeig's dir. Zuerst musst du die Kartoffeln schälen. Dann schneidest du sie in Scheiben. Schaltest den Herd ein. Gibst Öl in die Bratpfanne. Und dann legst du die Kartoffeln hinein. Das war's. Ist doch gar nicht schwer. Hm. Ah, alles klar. Okay. Hey, ihr Kartoffeln, haltet euch fest. Ich brauche ganz schön viel Öl. Ich habe keine Zeit zu warten. Ich drehe den Herd voll auf. Ah, den Deckel werde ich benutzen. Als Schutz. Da werfe ich jetzt die Kartoffeln rein. Tut mir leid, Oma. Das wollte ich nicht. Sei doch vorsichtig, Andy. Es wird Zeit, diese Chips umzudrehen. Mh, die sind toll geworden. Ah, das sind doch ganz normale Chips. Meine werden richtig ausgezeichnet sein. Dafür nehme ich mir diese Tortillas und schneide sie in Stücke. Jetzt gebe ich ein bisschen Öl mit hinein. Oma, das schaffst du eh nicht, also brauchst gar nicht zu spicken. Wenn das Öl heiß ist, kommen meine Tortilla-Chips in das Öl. Voila, das sind die perfekten Nachos. Hier fehlt nur noch, genau, Käsesoße. Den Käse schmelzen wir und benutzen ihn als Soße. Hier kommt noch eine Limettenscheibe mit hinein und fertig sind wir. Also ich habe mir was Größeres vorgestellt. Oh, Andy, deine Chips, pass doch auf. Ich habe die völlig vergessen. Ah, wie auch immer, dafür sind sie ganz schön knusprig geworden. Ich weiß, wie ich das nochmal gut machen kann. Ich brauche einfach nur schön viel Käsepulver. Na, probieren wir mal. Hat vielleicht nicht allzu gut geholfen. Aber vielleicht gefällt sie ja. Auf meine Chips kommt noch ein bisschen Salz. Fertig sind wir. Bitte sehr, Schwester. Hä? Ist das irgendwie Holzkohle oder so? Probieren wir mal. Das schmeckt ja furchtbar. Das kann ich gar nicht essen. Wow, diese sehen ja köstlich aus. Mh, voll lecker. Hä? Sind das wirklich Chips? Ich probiere mal ein bisschen. Nee, das schmeckt komisch. Die Chips von meiner Oma gefallen mir am besten. Yeah, hab ich doch gesagt. Ah, ich werde den Ketchup gebrauchen. Mal sehen, wer von euch die besten Spaghettis machen kann. Kein Problem. Natürlich, Liebling. Wenn ich nur wüsste, wie man Spaghetti macht. Aber okay, irgendwie werde ich es schon schaffen. Wieso passen die nicht in den Topf? Na los, macht schon. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Na, macht schon, ich habe gesagt, ihr sollt da reinkommen. Oh, was für blöde Spaghettis. Ich zeig's euch gleich. Was treibst du denn, mein Kleiner? Du musst doch zuerst den Herd einschalten. Und dann gibst du die Spaghettis in bereits kochendes Wasser. Holy moly! Ah, okay, jetzt habe ich's verstanden. Ach, ihr habt wirklich keine Chance. Denn echte Pasta muss selbst gemacht werden. Man nimmt Mehl, richtig schön viel davon. Und in die Mitte, in die Vertiefung, kommen ein paar Eier. Jetzt kneten wir den Teig. Wie wär's denn mit etwas schwarzem Farbstoff? So wird meine Pasta ganz besonders außergewöhnlich sein. Jetzt gebe ich den Teig in eine Schüssel und schließe sie mit Frischhaltefolie. Super, jetzt können wir den Teig herausnehmen. Fein ausrollen und dann schneiden. Das hier sind echte italienische Nudeln. Jetzt vorsichtig kochen. Al dente natürlich.
Und die hier serviere ich mit einem Oktopus. Den müssen wir kurz braten und dann drüberlegen. Fertig. Awesome. What? Ach du meine Güte, was machst du denn mit dem Ketchup? Man kann nie genug Ketchup haben. Oh, was ist das denn? Andy, was machst du da? Oh Mann, ich krieg diese Spaghettis nicht mehr raus. Na wartet, euch kriege ich noch. Also, ich denke, die sollten ein bisschen anders aussehen, oder? Moment mal. Ich kann doch einfach diese Nudeln hier benutzen. Das ist ganz einfach. Die Gewürze und die Soße kommen da rein. Jetzt ein bisschen heißes Wasser und abwarten. Fertignudeln ist ja furchtbar. Ja, die Nudeln sind fertig. Super. Ist das ein Oktopus? Ernsthaft? Sieht ja eklig aus. Wie isst man den denn? Oh, der ist ja voll gummiartig. Ich kann doch nicht mal was abbeißen. Igitt, ekelhaft. Oh, Spaghetti mit Ketchup. Die sehen ja köstlich aus. Probieren wir mal. Richtig lecker. Nudeln in der Schachtel? Interessant. Ist ja gar nicht schlecht, aber irgendwie ist das viel zu scharf. Voll cool. Als wäre ich ein feuerspeiender Drachen. Was? Ich hab gewonnen? Das ist ja cool. Oma, es wird Zeit aufzuwachen. Die Kleine wünscht sich nämlich Pfannkuchen. Kein Problem. Oma, wach auf. Du musst Pfannkuchen machen. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll. Die Oma und die Köchin sind schon fertig mit dem Teig. Die sind bereits am Braten. Oh, sieht ganz schön köstlich aus. Aber ich habe mir was Besseres überlegt. Ich gebe nämlich zu meinem Teig Lebensmittelfarbe. So werden meine Pfannkuchen richtig schön bunt. Oh, Andy hat sich was richtig Tolles überlegt. Schaut euch diese wunderschönen bunten Pfannkuchen an. Und obendrauf lege ich noch ein bisschen Marshmallow und natürlich Streusel. Ich bin fertig. Ach du meine Güte, Andy, das ist doch viel zu kompliziert. Hier kommt Ahornsirup drüber und natürlich ein Stück Butter. So geht das. Ein einfaches und bewährtes Rezept. Pfannkuchen mit Ahornsirup. Das ist doch sowas von altmodisch. Ich zeig euch, wie man Pfannkuchen heutzutage macht. Wir brauchen ein Ei. Und jetzt machen wir noch ein pochiertes Ei. Und solange das im Wasser kocht, legen wir zu unserem Pfannkuchen ein paar Schinkenscheiben und natürlich Frühlingszwiebeln. Jetzt nehmen wir unser pochiertes Ei raus und legen es oben drauf. Hübsch, lecker und sehr gesund. Es wird Zeit, dass die Kleine die Pfannkuchen probiert. Was wird ihr wohl mehr gefallen? Oh, diese bunten Pfannkuchen scheinen ihr richtig gut zu gefallen. Jetzt probieren wir Omas Pfannkuchen. Die sind auch ganz schön gut. Und die Pfannkuchen von dem Chefkoch? Oh, ihr scheint wohl dieses Ei gar nicht zu gefallen, will sie gar nicht erst probieren. Der Bruder hat diesmal gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Komm, ich helf dir mal. Oma, bitte, lass deine Hände weg. Aufgepasst, das Baby wünscht sich ein saftiges Steak. Kein Problem. Ach, die Oma schafft das. Bist du dir das sicher? Ich werde das auch schaffen. So, ich nehme mir mein Stück Fleisch. Oh, wie kann man denn ein Steak ohne Öl braten? Man muss die Grillpfanne gut einfetten. Okay, dann nehme ich mir eben schön viel Öl. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Da musst du vorsichtig sein. Jetzt kommt unser Stück Fleisch auf die Pfanne. Ach du meine Güte! Beeindruckt? Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss mich jetzt auch an mein Steak machen. Ich hoffe, ich kann das schaffen. Ups. Das habt ihr nicht gesehen, oder? Junger Mann, schau mal. So geht das. Übrigens, mein Steak ist fast fertig. Perfect medium rare. Jetzt noch ein bisschen ansalzen. Guter Wurf. Große Sache. Oma, schau mal. Ich kann das auch so gut hochwerfen. Hopp. Ups. No! Oh nein, mein Steak ist auf dem Boden gelandet. Ja, und jetzt ist es voller Haare und Schmutz. Und außerdem nicht gut durchgebraten. Vielleicht wird es hier schmecken. Also nein, so kann man ein Gericht doch nicht servieren. Ah, ich weiß, was ich tun kann. Ich muss einfach richtig viel Ketchup draufgeben. Völlig überdecken. Awesome. Ach,
Das riecht ja gut. Mein Steak ist wunderbar. Ich bin richtig stolz auf mich. Da kommt noch ein bisschen Rosmarin mit hinzu. Oma, das soll Dekoration sein. Ich zeig dir, wie das geht. Oh, wow, das ist ja ein goldenes Steak. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie in einem teuren Restaurant. Oh, sowas habe ich ja gar nicht erwartet. So, jetzt können wir dem Baby das Steak geben. Mal sehen, was ihr gefallen wird. Dieses Steak scheint ihr eindeutig nicht zu gefallen. Oh nein, sie hat die Haare gesehen. Igitt. Oh mein. Oh, das goldene Steak. Ich frage mich, ob es ihr schmecken wird. Hm, scheint lecker zu sein, aber so richtig beeindruckt ist sie nicht. Oh, das Steak der Großmutter riecht köstlich. Und es hat ihr am meisten gefallen. Alles Geniale ist nun mal ganz einfach. Ja, die Oma hat gewonnen! Es wird Zeit, den Nachtisch zu kochen. Und die Kleine wünscht sich ein Eis. Ach, sie kennt so ein Rezept. Ich werde das schaffen. Kein Problem. Also machen wir uns mal an das Kochen. Was für eine schöne Torte. Die muss ich jetzt erstmal in Stückchen schneiden. In Stückchen schneiden? Ach, das schaffe ich auf jeden Fall. Passt mal auf. Mann, das macht so viel Spaß. Yeah, voll cool. Jetzt sei doch vorsichtig, junger Mann. Du darfst doch das Essen nicht in der ganzen Küche herumwerfen. Ach, tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Das passiert, wenn Amateure einen Auftrag übernehmen. In der Zwischenzeit habe ich alles vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch meine Portion schön servieren. Ich finde, sie ist perfekt geworden. Hier kommen noch Zitronenschalen hinzu für den säuerlichen Geschmack der Zitrone. Und natürlich ein paar Minzblätter. Und der Höhepunkt der Portion ist der Rauch vom Trockeneis. Oh, schau dir das an, mein Kleiner. Unglaublich. Ja, eindeutig. Ah, übrigens, ich bin auch fast fertig. Ich muss nur noch die Stückchen rausnehmen. Die kommen jetzt in die Schüssel. Und obendrauf kommt noch ein Klecks von Schokoladensirup. Also, mein Eis wird sicher gut aussehen. Das kommt hier in die Schüssel. Und Schlagsahne darf auf keinen Fall fehlen. Ich liebe Schlagsahne. Und da kommen jetzt noch ein paar Skittles drüber. Die werden meiner Schwester auf jeden Fall gefallen. Und die Oreo-Kekse nicht vergessen. Oma, bist du fertig? Ja, ich hab schon. Dann nehme ich mir auch noch ein bisschen Schokosoße. Na, ich weiß ja nicht. So viel Zucker. Es wird dir gefallen. Na, das werden wir ja gleich sehen. Das bunte Eis von ihrem Bruder sieht unglaublich schön aus. Aber diese ausgefallene Portion von der Chefköchin, meine Güte. Aber war doch wohl ein bisschen zu sauer wegen der Zitrone. Die Stückchen der Oma scheinen lecker zu sein, aber nicht besonders gut serviert. Jetzt macht sich die Kleine an das Eis vom Bruder. Skittles und Waffeln und Schokosirup. Eindeutig, der Bruder hat diesmal gewonnen. Yeah, hab ich doch gewusst. Oma, nimm mich in den Arm. Ene, mene, Mistes, krabbelt in der Kiste. Hey, konzentriert euch. Wir sind hier immer noch in der Challenge und die Kleine wünscht sich ein Croissant. Oh, Großmutter, du weißt, wie man ein Croissant macht? Ach, die Oma weiß natürlich alles. Vor allem weiß ich, wie man einen guten Teig im Supermarkt kauft. Jetzt müssen wir nur noch warten. Oh, das ist doch mega einfach. Ich meine, das kann sogar ich schaffen. Gut gemacht, mein Kleiner. Oh, ich bitte euch, gefrorener Teig, Igitt. Unsere Köchin Mia war in den besten Restaurants von Paris und sie weiß auf jeden Fall, wie man gute französische Croissants macht. Solche Croissants haben alle Könige von Frankreich gegessen. Fertig ist der Teig, jetzt muss er nur noch ausgerollt werden. Hier kommt noch eine Schicht drüber und noch eine Schicht. Und jetzt werden Stückchen abgeschnitten. Schön vorsichtig, nicht schneiden. Ab in den Ofen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob meine Croissants genauso gut werden wie die von französischen Königen. Aber ich weiß, dass mit Nutella meine Croissants besser schmecken werden. Oh, es wird Zeit, dass ich meine Croissants rausnehme. Oh, die sehen ja wunderschön aus. Andy, dein Croissant ist am Brennen. Oh nein, bloß nicht das. Ach, der Bruder war so sehr mit der Nutella beschäftigt, dass er seine Croissants vergessen hat. Na, was machst du jetzt mit deinen schwarzen Croissants?
Mach dir nichts draus, das wird schon. Ja, auf jeden Fall. Also, meine Croissants sind fertig. Da kommt jetzt noch wunderbare, leckere Creme rein. Und ein paar Erdbeeren dürfen nicht fehlen. Wie wär's denn noch mit ein bisschen Puderzucker? Ein weiteres Meisterwerk. Die Kleine macht sich an die Croissants. Also diese schwarzen gefallen ihr eindeutig nicht. Weg damit. Die Croissants der Großmutter riechen wunderbar und schmecken ziemlich gut. Es hat ihr gefallen. Aber diese Croissants haben einfach alles übertroffen. Die Creme ist wunderbar und die Erdbeeren. Eindeutig, die Chefköchin hat diesmal gewonnen. Na, vielen Dank. Wenn dir die Challenge gefallen hat, dann abonniere unseren Barada-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergiss uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben.